Freunde und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft. Heute zeige ich euch einfach mal, wie man ein bisschen survivet. Dafür erstelle ich mir eine neue Welt, die nenne ich einfach mal Lumico Let's Play. Überleben mit Bonustruhe an. Fertig und dann erstelle ich mir mal die neue Welt. Und dann bis gleich in meiner wunderschönen Welt. Hier ist unsere Bonustruhe. Oh, hier haben wir Geld drin. Wir nehmen uns einfach mal alles raus. Bum, bum, bum. Und schon mal ein bisschen Werkzeug. So, ich würde sagen, wir nehmen die Truhe gleich mit. So. Dann fange ich mal an, mit ein bisschen Holz zu bauen. Da. Vielleicht noch ein Schaf. Oh, mit. Gut, dann nehme ich mir mal noch ein Schaf. Da hinten. Ja. Ein paar Quits. Huh. 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 So, fahre ich auch gleich ein bisschen Level. Huh. So, oh, da hinten sehe ich schon, ist ein Weizenfeld. Dann kann ich das ja mal abgrasen. Da, da, da. Also, so. Da packe ich mal meinen Becher zur Seite. So, hier noch alles absahen. No. Oh. 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 Fahrt man schnell essen? No. Kann man nicht mehr. Dann haben wir schon mal hier ein bisschen was zu essen. Ah, unser Geld lassen wir mal im Inventar. Rote Beete und Karotte ein bisschen. Aber ich habe ja bisher noch keinen Hunger. Oh, hier war mal anscheinend ein Wildschwert. Oh, ein Häschen, ein Häschen. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Hähnchenfleisch und können wir sogar mal eine Hähnchensuppe machen. Oh, wo ist es hin? Scheint es das hier so ein verlassenes Dorf? Oh, das ist an voll Fallschaden gestorben. Arme Häschen. Das hier auch noch. Da haben wir es. Aber hat anscheinend kein Fleisch gedroppt. So, dann. Oh, da hinten ist. Was ist denn da gespawnt? Ist das ein Dungeon? Können wir ja mal irgendwann mal gucken. So, was kann man denn hier noch so sehen? Oh, noch mehr Bunnies. Zum Glück keine Killer-Bunnies. So, ich guck mal, was es hier so gibt. Ah, da hinten, wer ist denn das? Da habe ich doch jemanden im Boot gesehen. Warte. Hallo? Hallo, was machen Sie denn hier? Oh. Ich bin hier so ein bisschen mit meinem Boot rundgefahren. Wo kommen Sie denn her? Ich dachte, aus der Großstadt. Aus der Großstadt? Können Sie mich mitnehmen? Ja. Ich steig mal ein. Yeah. Muss ich jetzt fahren? Nein. Yeah. Da hinten sehe ich schon ein. Ist da die Straße? Mhm. Yeah. Ich
auf unseren Sprit. Das sind ja riesige Häuser. Ja, deswegen heißt ja auch die Großstadt. Wie im Kreis. Ja. So. Da hinten ist die Straße. Warten Sie. Wir müssen jetzt hier. Ja. Ah! Können Sie fahren? Kann ich fahren? Wir können ja mal tauschen. Haben Sie denn? Nee, ich glaube, Sie müssen vorne sitzen, um zu fahren. Nee, du musst fahren. Ist der Sprit vielleicht alle? Haben Sie noch ein bisschen Sprit dabei? Ja. Dann geben Sie mir den doch. Ah. Was habe ich gemacht? Sie tragen. Oh, cool. Und zack. Könnt ihr mir den Sprit geben? Oh, cool. Tschüss. Danke. So, ich guck mal, ist das hier, kann ich hier raufgehen, runterzugehen? Dann nehme ich es mal wieder mit an Land. Wo ist es? Habe ich es auf dem Kopf? Ja. Achso. Gut. So, dann tanke ich es mal. Gluck, 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 gluck. Also ich weiß nicht, seit wann ein Plastikboot Tank braucht, aber oh, jetzt ist es gelb. Ist ja cool. Sie müssen uns wieder ins... Wie heißt du eigentlich? Ich bin Lumiko. Ich bin Lunabelko. Cool. So, ich bin eingestiegen. Muss ich vielleicht hinten sitzen? Ja, du musst vorne sitzen, um zu fahren. Weil vielleicht ist es... Kann ich nicht fahren, weil es ihr Boot ist. Vielleicht. So. Ist immer weiter geradeaus. So, jetzt hier lang. Sie haben da steht schon mein Minibus. Ah, cool. Yeah, wir sind angekommen. Cool. Sehr schön, sehr schön. Der ist ja gelb. Yellow Car. Jetzt darf ich sie einmal hauen. So. Wir müssen, glaube ich, vorne sitzen, um zu fahren. Soll ich fahren? Ja. Oder ich kann ja mal gucken, ob ich fahren kann. Überfahren. So. Steigen Sie aus. Ich möchte mal gucken, ob ich auch fahren kann. Nein, kann ich nicht. Vielleicht, weil sie es, weil es ihr Auto ist. Ja, es ist. Gut. Steigen Sie mal zuerst ein. Okay. Einen kurzen Augenblick warten. Jetzt funktioniert's. Also. So, wo wollen wir denn hin? Ich habe hier 20 Euro gefunden. Wissen Sie, was ich damit machen darf? Oder darf ich Sie duzen? Du kennst mich doch, Lumiko. Achso, ja stimmt, jetzt wo ich es genau hingucke. Okay, dann weißt du, was ich mit den 20 Dollar hier machen kann, die ich gefunden habe? Es gibt hier in der Nähe ein Lotto. Ein Lotto? Okay. Da kostet ein Lotto los genau 20 Euro. Aber es gibt hier ein verlassenes Haus, da sind die meisten Touristen immer drin. Da können sie ja über Nacht oder so mal bleiben. Ah, das ist sehr cool. Wo ist denn Lotto? Okay. Das sieht aus wie McDonald's. Oh, cool. Kann man auch McDonald's essen? Nein. Aber falls Sie Hunger haben, können Sie mir sagen, ich habe noch Burger. Ah. Na, ich gucke mal. Oh, hier kann man sogar ein bisschen Kohle fahren. Ja, hier ist das Haus, wo Sie so da... Wo, und hier ist auch Weizen. Oh, wo lange nicht gefahren. Ich sehe, wo. Ich habe alles zu essen, was man sich wünschen kann. Ah, Parkstraße 18. Hier mit einem Bett. Ah. Mhm. Aber ich gehe hier einfach rein in das Haus. Darf ich das überhaupt? Ja, das ist für Touristen. Dann würde ich gerne mal Lotto spielen. Warte, ich glaube, der hat heute noch zu morgen können sie spielen. Also sie können hier übernachten, Es wird schon dunkel. Okay, ich gucke mir mal die Stadt an. Ja. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht.
Oder ich kann ja in der Zeit mal, macht bestimmt niemand was aus, wenn ich hier kurz im Bett schlafe. So, dann gehe ich mal hier rein. So. Dann, guten Morgen. Dann gucke ich mir mal ein bisschen die Stadt an. So. Dann mal sehen. Gut, was gibt's denn hier? Oh. Hier ist ein etwas kleineres Haus. Mal sehen, ob ich hier auch rein kann. Ah. Hier wahrscheinlich ist das ein Hotel oder so. Dann könnte ich ja, solange ich hier noch kein Haus habe, auch einchecken. So. Ja, dann könnte ich hier vielleicht auch übernachten. In einer Truhe ist da was drin? Nein, leider nicht. So, dann gehe ich mal weiter. Wo ist der Ausgang? Ach, da ist der Ausgang. Oh, hier ist, glaube ich, ein... Ich weiß es nicht genau. Hier sieht ein bisschen aus wie ein Möbelhaus. Oh, die Park sind wohl heute alle nicht da. Oh, für 3 Tage geschlossen. Ja, das ist ja natürlich blöd. Gehen wir mal weiter. Oh, ich glaube, das ist das Rathaus da oben. Was es hier alles gibt. Oh, was kann das hier? Wenn ich das mal aktiviere. Ich glaube, da muss ich den... den Ton mal ausmachen. So, ich guck mal. Mach mal wieder aus. So. Dann, oh, was ist denn hier? Ein kleiner Cross. Was es hier alles gibt. Was ist das? Bank. Eine Bank ist das hier also. Oh. Können wir mal hier noch ein bisschen. Können Sie hier noch mal ein bisschen weiter umschauen? Und ja. So. Oh, was ist denn hier? Aber ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zum Lotto. Ja, aber ich mich hier ganz schön verlaufen. Hier ist nochmal so. Hier hört sich's anders an. Nee. Doch. So, wo ist denn jetzt das Lotto? Das Lotto hier auch gefunden. Oh, cool. Sogar mit einem L jetzt oben drauf. So, sogar mit Briefkasten. So. Ist jemand da? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Da. Tür zu. Ja, ich habe 20 Euro und würde dafür gerne einen Lottoschein kaufen. Ja, gern. Ich droppe ihn den einfach mal. Habe ich hier noch ein Bild? Nein, leider nicht. Ich habe den pleite. Dafür bekommen Sie aber jetzt ein Los. Ein Los. Dankeschön. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, E. Das ist der Tipp des Tages, glaube ich. Sollte ich den nehmen? Nee, ich nehme den jetzt einfach mal. Das ist ja der Tipp des Tages. So. Ui. Dann, bitte sehr. Wann werden denn die Zahlen ausgelost? Heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Dann kann ich mir ja noch ein bisschen die Stadt anschauen. Aber ich kenne sie hier gar nicht. Ja, ich bin hier neu. Ich wurde vorhin von einem Mädchen abgeholt. Wie heißt sie denn? Luna Belko. Okay. Gut, dann bis heute nachher. Bis nachher. So, okay. Thank you.
ist denn hier immer? Hier verbrennt irgendwas die ganze Zeit. So, dann gucke ich mal weiter. Was ist denn hier? Eine Chris, one Chris. Gut. Ja, ich, hier sind sogar Blumen. Oh nein! Hilfe! Brennt die Blume mal wieder? Ist die eigentlich jetzt immer auf den gleichen, auf dem gleichen Punkt? Was, wenn ich die jetzt hier hinten platziere? Die ist immer auf dem gleichen Punkt. Ich kann mal gucken, ob die Lottozahlen mittlerweile dran stehen. Hallo! Guten Tag. Stehen die Lottozahlen denn jetzt schon dran, ne? Nein, aber sie werden gleich veröffentlicht. Sozusagen. Veröffentlicht, okay. Darf ich mich hier kurz hinsetzen? Und warten. So, ich gehe dann mal durch die Hintertür hier raus und gehe nach vorne und schreibe die Lottozahlen rein. Da ist der Stuhl. Okay. Dann warte ich hier. Ich habe sie reingeschrieben. Okay. Dann lass mich überraschen. Und 1, 2, 3. Yeah! Ich habe gewonnen! Was kriege ich jetzt? Ein Geschenk? Ein Geschenk für mich? Muss ich das aufmachen? Geld! Ganz viel Geld. Und was ist hier? Du bist der Gewinner der Grundstück in der Parkstraße. Die Hausnummer lautet 18. Viel Spaß mit dem Hausel. Oh, cool. Wissen Sie denn überhaupt schon, wo die wo mein Grundstück jetzt ist? Ja. Ich folge Ihnen einfach mal. Pass auf, dass Sie nicht runterfallen. Hier ist eine sehr... Oh! Hier, das ist dieses heruntergekommene Grundstück. Das ist dieses Grundstück hier. Oh, cool, da war ich ja schon. Da habe ich schon mal drin übernachtet. Ja, das ist für Touristen, aber hier bräuchte man mal den Bauarbeiter, der die ganzen Steine und hier so platt macht. Wissen Sie denn schon, was Sie hier drauf bauen wollen? Also, ich habe schon lange den Traum von einer eigenen Pizzeria. Den könnte ich ja hier oben bauen und hier unten vielleicht ein Haus. Ich könnte Ihnen weiterhelfen. Meine Freundin, sie hat ein Möbelhaus, sie ist schon vor längerer Zeit eingezogen. Wissen Sie, sie heißt... Sie hat mal gesagt, dass sie die Freundin von... ein Lumiko ist, deswegen habe ich gefragt. Ach so, ist es ein Mädchen mit roten Haaren? Oder, ich habe eine Luna Belko mit roten Haaren gesehen. Naja, vielleicht war die in der letzten Zeit mal beim Friseur. Okay, aber das schaffe ich, glaube ich, heute nicht mehr. Dann, ja, würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal. Und ciao! Tschüss! Tschüss! Ich habe gewonnen!